Ja, servus miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einer neuen Videoreihe, weil heute ist bei uns Abflugstag. Meine herzallerliebste Dani und ich, wir fliegen in den Urlaub und zwar in die Staaten. Ich werde euch auf dieser Reise mitnehmen und wir werden dabei hoffentlich viel Spaß haben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das Fliegen immer noch hasse wie die Pest. Aber es nutzt leider nichts. Es ist noch ziemlich früh am Morgen, ich bin noch nicht so gesprächig, aber das wird schon werden. Also. Gut überstanden. Wetter passt auch und jetzt geht's ab zur Autovermietung. Also Mietauto haben wir auch, einen Pickup, diesmal was ganz was anderes wie sonst, ein Toyota Tacoma diesmal. Aber auch schick. Auf alle Fälle. Genau, da fällt mir nicht auf. Wir packen uns jetzt unsere Sachen jetzt ein und dann geht's los zum ersten Walmart. Haben wir mal wieder mehr Dusel wie das andere gehabt. Bei dem Tacoma ist Fehlermeldung gekommen, Check Charging System. Also man weiß ja nicht, ne? Und von daher haben wir jetzt ein kostenloses Upgrade gekriegt auf einen Chevy Silverado. Da sagen wir natürlich nicht nein, ist ja klar. Mega, einfach nur geil. Ja, aber jetzt steuern wir wirklich den ersten Walmart an, ja? Und die erste Amtshandlung im Auto ist so einen geilen Country-Sender rein dran, ja? Da kann der Urlaub dann anfangen. Gut, darf ich sagen, Dani, packen wir's, oder? Auf geht's! Ah, schön. Da rühren die 8 Zylinder ja nicht wirklich, aber man hört es ein bisschen zumindest. Es ist wenigstens ein guter V8. So mag ich das. Also ich kann ja neue Autos nichts abgewinnen, gell? Überhaupt nichts. Aber die neuen Pickups finde ich schon irgendwie geil. Okay, also die erste Nacht haben wir gut überstanden. War wunderbar unser Hotel für die erste Nacht. Wir sind gestern in New Jersey gelandet, also München, New Jersey. Sind jetzt noch gefahren bis nach Pennsylvania gestern. Und fahren jetzt als allererstes mal zum Walmart und da werde ich mal durch die Autoabteilung schlappen, weil die haben eigentlich eine sehr coole Sachen in der Autoabteilung, weil um was soll es sonst gehen in dem Urlaub, also um Autos natürlich mitunter und es stehen ein paar Events auf dem Plan, die wir besuchen werden und es wird bestimmt richtig cool. Ich freue mich drauf und seid gespannt, ich bin's auch. Der Walmart, einer von den besten Läden überhaupt, geht auch nicht. Auch wenn die Leute immer sagen, was willst du mit dem blöden Walmart? Ja, es laufen wirklich komische Leute da drin rum, aber ich habe halt einfach alles, gell? Und das macht ihn so super. Ich kann mich den ganzen Tag drin arbeiten. Und deswegen sind wir auch fast, oder sind wir alle paar Tage, bei einem Walmart zum Einkaufen. Ne? Ja. Also wie gesagt, es gibt da halt alles, was es so gibt. Von Bekleidung über Elektrogeräte, Autoteile, Essen, Trinken, Outdoor-Sachen, was der Kuckuck, also wirklich alles. Alles.
Und deswegen mag ich den Laden so gern. Und es ist noch recht früh am Tag, gehen wir mal durch die Damenabteilung. Und da ist noch relativ wenig los bis gar nichts. Von daher kann man jetzt da auch mal schön filmen. Das einmal ein bisschen zwang. Ich mag ja die T-Shirts gern. Ja. Hab viele Walmart-T-Shirts, weil, wenn man sieht, gibt es da alle möglichen Sachen. Da ein Chevy-T-Shirt für $8,98. Und in Pennsylvania ist es so, dass du auf Bekleidung keine Mehrwertsteuer zahlst. Das heißt, so wie der Preis da ist, ist er. Weil in den Staaten ist es normal so, dass auf den ausgeschriebenen Preis nur die Mehrwertsteuer draufkommt. Ist in dem Fall nicht der Fall in Pennsylvania. Da gibt es halt immer so coole Sachen wie zum Beispiel so ein Chucky-T-Shirt. Ja, ist eigentlich ganz geil. Und dass du mal einen Eindruck kriegst, wie das so ist, das ist so die Chips-Abteilung. Also, ja. Genau. Und so weiter. Und da rüben geht es auch weiter. Also zwei Seiten, volle Kanone. So, dann haben wir hier schon mal ein paar Sachen, so Autoplanen, Fußmatten, Klimp und Scheiß, Reinigungsmaterial. Da, alles voll mit Reinigungsmaterialien, Poliermittel, Fängreiniger, Reifenglanz, Autoshampoo und was der Kuckuck, was nicht noch alles. Ne? Und es gibt ja mittlerweile auch Walmart Supercenter, da kannst du während, also wenn du zum Einkaufen gehst, kannst du dein Auto abgeben. Die wechseln da dann die Reifen, ziehen da neue Reifen auf oder machen da einen Service oder was. Also das gibt es mittlerweile auch. Ich glaube, das ist ja gar nicht so neu. Habe ich heute halt in ein paar verschiedene schon gesehen. Total geil. Also ich finde es geil. Du kannst da herum deine Benzinkanister und so Zeug, Spanngurte, Ersatzrücklichter, Lampen. Da haben wir Ölfilter, Luftfilter für alle möglichen Kfz, die gängig sind, Autoradios, Lautsprecher. Also es ist für einen Walmart, ist da, also für einen Supermarkt, finde ich, ist das schon ziemlich geil. Walmart war gut. Wir fahren jetzt von Pennsylvania rauf nach Kanada und das Geile ist, Dani, schau mal, die LKWs. So geil, so geil. Freut man sich da, wie ein kleines Kind, freue ich mich da. So schön. Herrlich, absolut herrlich. Dani macht gerade eine kurze Pinkelpause. Wie vorhin schon gesagt, wir fahren jetzt von Pennsylvania aus nach Kanada, nach Ontario. Besuche da Bekannte. Es ist echt ein richtig schönes Gefühl, nach 3 Jahren wieder da zu sein. War ja quasi Zwangspause jetzt durch das Ganze. Was ich ja wahrscheinlich nicht erwähnen muss. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was wir dieses Jahr wieder so erleben werden. Also auf dem Plan, wie gesagt, steht relativ viel. Steht ein ziemlich großes Event auch wieder in Pennsylvania, weil wir fahren nach Ontario wieder zurück nach Pennsylvania. Da habe ich natürlich die Kamera auch dabei. Ich bin wahnsinnig gespannt. Auf dem Event war ich 2019 schon. Und ich bin gespannt, wie es heuer ist. Wäre bestimmt cool. Ja, Sprit ist auch da teurer geworden. Erster Tankstopp, $4,89 die Gallone. Aber um gleich mal das Vorurteil aus dem Weg zu räumen, dass die Ami-Pickups ja so viel saufen. Wir haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 9,5 Liter. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine flache Region, wo wir sind. Also das, ich weiß nicht, was die Leute immer haben. Das Vorurteil kann man eigentlich mal getrost aus dem Weg räumen vor einem Verhaft. Also wir zahlen eigentlich das meiste bar. Eigentlich fast alles, wenn es irgendwie geht. Beim Tanken ist es so, da geht man erst rein, zahlt und kommt dann raus und tankt. Und wenn du dann ein Wechselgeld hast, dann musst du halt nochmal reingehen und musst halt ein Wechselgeld holen. Ja, wir tanken halt jetzt nochmal auf US-Seite, weil in Kanada der Sprit auch schon verdammt teuer ist. Da kostet ein Liter ein Stückel über 2 kanadische Dollar.
und dann ist da doch nochmal billiger. Wir sind jetzt in Kanada, in Ontario, im Nirgendwo und haben da gerade einen Händler gefunden. Der hat, da hinten sieht man es, einen Haufen Polizeiautos drin, Ford Crown Victoria, für ein Butterbrot und ein Ei. Sieht es bei uns natürlich überhaupt nicht. Total geil. Hat auch hier ein paar Oldtimer, ein paar Klassiker zum Verkaufen. Ja, dann da, das sind halt so die typischen Leichen, gell, die was da im Hintergrund immer verscharrt werden, so. So zwei alte T-Birds, wo eigentlich wirklich schade drum ist. Finde ich eigentlich schon auch ziemlich geil, die Dinger. Oder so ein alter Plymouth. Aber sowas sieht man halt eigentlich nur hier, weil bei uns da sowas eigentlich. Also ich kenne keinen Ort, wo sowas rumsteht. Wahrscheinlich könnte man die Dinger sogar kaufen. Aber ob sie das rentiert, dann hat wirklich mit nach Deutschland zum Nehmen, ich weiß nicht. Kann es mir fast nicht vorstellen. Weil da zu viel Arbeit ist. Aber ich finde es einfach schön zum Sehen, seine Dinger, die da vor sich hingammeln irgendwo, auch wenn es schon drum ist. Und wenn man schon an so einem Ort vorbeifährt, dann muss man natürlich auch anhalten und sich das anschauen. Und das macht es eigentlich auch immer aus, wenn wir unterwegs sind, dass man da seine Sachen mitnimmt, weil man das einfach, ja, das sieht man halt einfach gern. Also ich sehe sowas gern. Du auch, Dani, gell? Immer. Das hört sich sehr begeistert an, wirklich. Ja. Packard gibt es ja schon ewig nicht mehr. Geiles Ding. Haben Reihen 8 Zylinder haben die verbaut gehabt. Also nicht keine V8, sondern Reihen 8 Zylinder mit Flathead. Also der Zylinderkopf ist ungefähr bloß so hoch, ist eigentlich ein Eisenplatten. Schweineschwer und viele Kopfschrauben. Also da kommst du ins Schwitzen, wenn du die Dichtung machst. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt das erste Video einfach mal so mit den Eindrücken. Oh geil, Dani. Ja, genau. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Und ich hoffe, ihr schaut euch das an. Das würde mich freuen. Bis dann.